Was ist eigentlich ein Götze? Im Alten Testament begegnet uns das ja oft, dass irgendwelche Heiden sich vor Götzenbildern, die aus irgendwelchen Gründen für heilig erachtet worden sind, vor Objekten, niedergebeugt haben, die angebetet haben, aus Holz oder Stein, irgendwelche Götzenbilder. Auch heute gibt es noch Kulte und Religionen, die irgendwelche Bilder anbeten. Aber weißt du, eigentlich, wenn man ein bisschen tiefer schaut, ist das biblische Verständnis von Götze etwas anderes. Götzendienst gibt es überall. Götzendienst gibt es auch unter uns. Und es ist eine Gefahr, dass wir in einem komischen Götzendienst sind, obwohl wir als Christen leben wollen oder auch als Christen leben. Schau, nach meinem Verständnis gibt es auf jeden Fall zwei Bereiche, wo wir in der Gefahr stehen, Götzen in unserem Leben zu dulden. Erstens ist es etwas, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Also beispielsweise unsere Zeit, worauf wir unsere Konzentration richten, wo wir Mühe für aufwenden, wo wir viel Zuwendung hineingeben, dass wir extrem stark beachten, darüber nachdenken und so weiter. Was nicht unser Herr und Retter ist. Alles andere. Alles andere, das von uns so dieses fordert. Ein zweiter Bereich ist all das, worauf wir unser Vertrauen setzen. Also beispielsweise die Dinge, auf die wir unsere Sicherheit setzen, an die wir unser Herz hängen. Die Dinge, wo wir sagen, das brauche ich, damit ich geborgen bin, damit ich gute Gefühle habe und so weiter und so weiter. Das können alle möglichen Dinge sein. Menschen können Götzen sein, Finanzen können Götzen sein, ein Job kann Götze sein. Denk einmal drüber nach. Wo Dinge in deinem Leben einen Stellenwert bekommen haben, die höher sind als Gott, die höher sind als der Herr Jesus. Kann es sein, dass da Götzen in deinem Leben sind? Diese Götzen werden dich davon abhalten, das Beste, was Gott für dich hat, in Empfang nehmen zu können. Weil du dein Vertrauen, deine Sicherheit, dein Denken, deine Zeit und so weiter auf das Falsche setzt. Wir sollen allein auf den Herrn ausgerichtet sein, fokussiert sein. In dem Sinne, weg mit den Götzen. Aus deinem und meinem Leben. Unser Vertrauen liegt allein im Herrn. In dem Sinne, weg mit den Götzen.